Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, Ehrlich, Menschenhautnah hier aus unserem schönen Stadtstudio im Palais Freiluft. Es gibt sie, diese Lebensgeschichten, die wirklich filmreif sind, so wie die von dem harten Ausbilder, Bundeswehrausbilder und seinem Rekruten, die sich später dann sogar ineinander verliebt haben. Das wurde jetzt eben verfilmt, Eismeier heißt der Film und der kommt im Oktober in die Kinos. Und ich bin sehr froh, dass sie heute bei mir, also quasi die Hauptdarsteller oder die zwei Menschen, auf der der Film basiert, bei mir da sind. Und zwar Vizeleutnant Charles Eismeier, schön, dass Sie da sind. Und Major Mario Fallack, schön, dass Sie da oder du da bist. Ja, wir haben uns genau, wir haben uns vorher geeinigt, wir bleiben beim Du, was mich sehr freut. Danke vielmals. Ihre oder deine, eure Lebensgeschichte wurde jetzt verfilmt. Und zwar, du warst ein sehr, sehr harter Ausbilder. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen erkundigt und habe wirklich heftige Geschichten gehört. Warst du wirklich so schlimm, wie viele sagen? Schlimm? Phase 1, ich war nicht schlimm. Sondern ich habe versucht, diese jungen Soldaten zu formen und Leistung abzuverlangen. Leistung, die was sie einmal später, sei es auch im Zivilleben, aber auch im Ernstfall, Gott hüte, dass jemals einer kommt, aber brauchen. Also wir haben nie etwas gefordert, was unmöglich wäre oder gleich. Aber man musste sie an die Grenzen heranführen. Und wo ich sehr stolz bin, wir haben nie Unterschiede gemacht, welche Stande angehört. Es hat die Leistung gezählt. Und auf das bin ich sehr, sehr stolz, ob der Vater jetzt ein Generaldirektor ist oder ein Hilfsarbeiter. Die Leistung von dem Sohn musste passen. Und am Anfang natürlich klingt es hart, aber dann wird es, wenn das Spiel einmal läuft und die Ausbildung läuft und so weiter. Zum Schluss haben einmal alle abgerüstet und waren happy und haben gesagt, es war eine saugeile Zeit. Stichwort Disziplin. Du beim Bundeswehr eingerückt bist, war ja Disziplin auch ein bisschen ein Problem für dich, oder? Also ja. Zumindest die geforderte Disziplin, also das Einhalten gewisser Formen, das hat mich eigentlich gestört. Also die ganze Herausforderung der Ausbildung und so weiter, das glaube ich, sagen zu dürfen, war nicht so ein Problem. Aber eben diese Wiederholung. Ja, also ich habe mal eine Definition von Tapferkeit gehört. Die Tapferkeit ist es, sich immer den gleichen Dingen immer wieder aufs Neue stellen zu dürfen und diese Herausforderung des Alltags bewältigen zu können. Also da bestimmt war ich nicht tapfer, weil eben diese Wiederholungen und das ständige sich den täglichen, alltäglichen Dingen immer wieder aufs Neue stellen zu müssen, das hat mir nicht getaugt. Aber die Härte der Ausbildung und so weiter, das hat mich sehr wohl gefordert und gefördert. Und das sehr gut gefallen. Wie ihr euch kennengelernt habt, könnt ihr euch da noch an den ersten Eindruck erinnern, wie das damals war? Ich glaube, 99 bist du zum Bundeswehr gekommen. 99. Natürlich. Natürlich. Vom ersten Tag, wenn ich eingerückt ist, habe ich ihn gehasst. Natürlich. Ja, wirklich gehasst. Weil er war so richtig ein Aufsässiger. So quasi, ich zeig's dir anscheinend. Mich brechen sie nicht. Mich werden sie nicht brechen. Dem mit denen werde ich Schlitten fahren. Also er war vom ersten Tag an natürlich durch das Aufsässige. Aber auch, das muss man fairerweise auch dazu sagen, immer einer, der was die Aufgabe, die ihm gestellt wurde, wirklich korrekt machte und gut machte. Wenn nicht sogar perfekt. Also hier, beide Spiele waren im Spiel der Sture, aber auch der Gute. Ist ihm sein Ruf schon vorausgeeilt, wie du zum Bundeswehr gekommen bist? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Bundeswehr vor dem Einrücken nicht so wirklich beschäftigt. Als ich dann aber eingerückt bin und die ganzen Geschichten gehört habe, also von den Zimmerkameraden bzw. den Kameraden, die mit mir in Zugdienst versehen haben, also als die ganzen Geschichten dann erzählt wurden, ja, ich würde eher nicht sagen, dass ich Angst bekommen habe, sondern eher so, dass ich mir gedacht habe, na, den zeige ich es. Das möchte ich mal anschauen. Und du warst verheiratet mit, du sagst selber, einer wunderschönen italienischen Frau, einer Traumfrau.
Wie war dann der Moment, wo man gemerkt hat, ich glaube, du hast auch in früheren Interviews gesagt, dass du schon früh gewusst hast, dass du dich eigentlich zu Männern hingezogen fühlst, aber eigentlich dein Leben ein Kampf war, dieses Doppelleben zu führen und eben das nicht nach außen zu tragen. Wie war denn der Moment, wo es klar wurde, dass es mehr ist, dass es Liebe ist? Also ich werde darauf, glaube ich, antworten. Ich glaube, ich habe lange Zeit etwas vorgespielt, was eigentlich er sich nie erhofft hatte. Also ich war selber nicht bereit, also das mir einzugestehen und habe unsere Beziehung, die sich damals schon entwickelt gehabt hat, auf eine Art und Weise am Leben erhalten, die halt für mich natürlich sehr, sehr, sehr speziell und besonders war, aber mir als Person nie hätte einstehen können oder dürfen oder lange Jahre nicht einstehen wollte, dass da mehr ist als nur diese Begierde. Das, glaube ich, in deinem Sinne beantwortet zu haben. Hat er das richtig gesagt? Ja. Und mittlerweile seid ihr auch verpartnert, und zwar am 31.01.2014 habt ihr in Gala-Uniform geheiratet, euch verpartnert. Wie wichtig war das da auch, diesen Status des Soldaten oder dieses Bundesheer mitschwingen zu lassen in dieser Verbindung? Das war uns, glaube ich. Bitte, ja. Durch? Ja, du. Na, mach. Gut. Trau dich. Jetzt darfst du. Das war uns sehr, sehr wichtig. Warum? Wir beide sind, das traue ich zu sagen, zu 1000% Soldaten. Und wir wollen unter keinen Umständen, absolut keinen Umständen, unseren Stand des Soldaten schädigen. Daher war es auch unser Ansinnen, und wir haben da immer Rücksprache gehalten, dass das Ministerium, bevor wir heiraten dann auf alle Fälle, also verpartnern, aber ob wir die Uniform dazu tragen, hier wollten wir das Okay vom Ministerium haben. Ein guter Freund, ein General, den habe ich vorher kontaktiert und habe ihn gebeten, Frage, was sagst du dazu? Sollen wir verpartnern? Sollen wir uns in Uniform verpartnern und so weiter? Und da kam die erste Überraschung, wo der gesagt hat, jawohl, in Uniform. Und wir machen sofort eine Presseaussendung, bevor sie dann verpartnern seid, wir machen sofort eine Presseaussendung. Angriff ist die beste Verteidigung. Und so geschah es auch. Also, wir haben also erst Rücksprache gehalten und erst danach. Und auch jetzt weitere Schritte. Alle Schritte, die wir machen, wo wir in Uniform auftreten, holen wir uns immer das Okay vom Ministerium. Wir wollen nie unseren Stand schaden. Wie waren denn überhaupt die Reaktionen, als die Liebe öffentlich wurde? Also, ich habe keine Nachteile oder auf irgendeine Art und Weise persönlichen Angriff erlebt. Hinter den Kulissen sind sicher gewisse Sachen abgegangen, aber sobald man die Leute persönlich kennengelernt hat und diese mit der Tatsache konfrontiert, dass es so ist und sie sozusagen uns und unsere Arbeitsweise kennengelernt haben, hat es dann gar keine Probleme geben. Ganz im Gegenteil, es sind sehr viele Leute dann auf uns, also off record, sind dann zu uns gekommen und haben sich für ihre erste Gemütsregung, die sie da, also wo das öffentlich geworden ist, gehabt haben, also manchmal eben auch im Hass, entschuldigt. Und vor allem, wenn es in so manchen Einheiten halt auch aufgrund der Gruppendynamik, die da stattgefunden hat, Beschimpfungen oder eben also nicht in einer Runde, wo reichlich Bier geflossen ist, dann gewisse negative Äußerungen getätigt worden sind diese Persönlichkeiten, die dabei waren, wie gesagt, haben das mir erzählt, wie das stattgefunden hat, also wie das passiert ist, und haben sich für diese Art und Weise und eben, dass sie Teil dieser Gruppendynamik geworden sind, wirklich persönlich entschuldigt. Obwohl ich nicht dabei war und mich das persönlich nie betroffen hat oder eben wie gesagt, ich nie einen Nachteil davon gehabt habe oder gehabt hätte. Im Nachhinein, wir hätten es sollen früher machen. Ja, okay. Weit früher. Wir haben kostbare, wunderbare Zeit verloren. Ja. Durch das Doppelleben, durch das Schauspielen, hätte man das früher gewusst, weil es ist aber erstens mal anstrengend für selbst und zweitens einmal,
man kann sein richtiges Leben gar nicht richtig ausleben. Mhm. Und das ist das, was wir im Nachhinein sagen, wir hätten es weit früher, weil die Reaktionen, wie gesagt, bis Brüssel, von Brüssel sogar, vom General aus Brüssel kamen Dankesworte und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich keine Negativ. Und in der eigenen Dienststelle, alle super, super, super und traumhaft. Also wirklich war sehr, sehr gut. Also es, ich muss, Entschuldigung, dass ich das, also wir haben ja auch da jetzt, weil er das gesagt hat und grundsätzlich anderer Meinung ist in dieser Sache wie ich. Und zwar geht es darum, ob sich Leute, die jetzt beim Bundesheer sind und Dienst versehen, outen sollen oder eben nicht. Und der ist der Meinung, dass eben junge Leute sich nicht outen sollen oder eben beziehungsweise nur in geschützten Rahmen. Und ich bin der Meinung, dass das eben nicht sein soll, sondern jeder soll sich genauso frei benehmen oder frei verhalten wie jeder andere. Wurscht, welcher, also in diesem Fall halt sexuelle Orientierung der ist. Es ist wurscht, welcher Rasse er ist, falls es überhaupt diese Einordnung noch gibt oder welchen Migrationshintergrund er hat. Er soll das sein, was er ist. Und beim Bundesheer ist das möglich. Und da sage ich auch, die Leute sollen sich outen können, um die Leute sozusagen mit dieser Herausforderung ihrer Weltsicht und so weiter konfrontieren. Weil wenn man es nicht tut, wenn man sich immer versteckt, wird das immer nur nach hinten gezögert und nach hinten geschoben. Und ich bin der Meinung, dass es jetzt möglich ist, einfach die Person zu sein, die man ist. Aber glaubst du wirklich, dass gerade im Bundesheer, was ja wirklich so ein Männerverein ist und wo wir vielleicht auch noch wirklich veraltete Strukturen und Denkweisen herrschen, dass ein junger Mann, der sich dort eben offen als schwul bekennt, dass der eine Chance dort hat, das jetzt zu überleben? Er hat schon das gesagt, wir sind verschiedener Meinung. Ich sage, es kommt immer auf die Position, es kommt erstens einmal auf das Umfeld an, Punkt 1. Punkt 2, welchen Stand besitzt er, wenn das ein ganzer junger Soldat ist und selbst an seiner beruflichen Karriere erst arbeitet, muss er selber abschätzen. Geht er diesen harten Weg, den verdammt harten Weg, wenn dieses Umfeld nicht stimmt. Es gibt natürlich schon im österreichischen Bundesheer Umfelder, also sprich Kompanien, Einheiten, da toleriert man es. Im Gegenteil, ich will nicht sagen, man fördert es, aber man toleriert es. Aber es gibt noch immer, die ewig gestrigen, die gibt es noch immer, die quasi das nicht so gut heißen. Und da tut sich der Junge verdammt schwer, wo er seine Laufbahn noch vor sich hat. Und das muss der betreffend junge Mensch selbst abwägen. Geht es bei mir, geht es nicht? Nehme ich es auf mir, nehme ich es nicht auf mich und so weiter und so fort. Also da sind wir zwei Meinungen. Jetzt am 26. Oktober kommt ja der Film über euer Leben, Eismeier, in die Kinos. Er feiert jetzt Weltpremiere im Zuge der Filmfestspiele Venedig. Da wird er im, also abseits des Hauptfestivals wird er gezeigt. Wie ist das so? Ihr habt ja schon Einblicke in den Film erlangt. Ihr konntet ihn ja schon fast fertig sehen. Wie ist das so, wenn man das eigene Leben auf der Leinwand sieht? Fühlt man sich da gut dargestellt? Ich muss gerade sagen, Gerhard Liebmann hat dich gespielt und Luka Dimic hat deine Rolle übernommen oder deinen Part übernommen. Wie war das so, wie ihr das erste Mal gesehen habt? Ich fange an. Bitte. Ich fange an. Wir haben ja schon gewisse Stücke, bevor der Film, haben sie geübt bei uns in Ungarn unten. Wir haben beide Hauptdarsteller als auch in David, den Regisseur, eingeladen, ein Wochenende bei uns in Ungarn zu verbringen. Damit sie uns kennenlernen, genauer kennenlernen und auch unser Umfeld. Wir haben unsere Arbeit noch gemacht in unserem Garten. Sind zu unserer Arbeit. Wir durften dann nur bei den Pausen lautlos quasi in der Laube ihnen lauschen, wenn sie die Monologe zwischeneinander führten. Und da sehe ich eine Szene noch, das haben wir gerade Pause gemacht. Ich gehe in die Laube, setze mich dorthin, nehme eine Cola, rauche mir eine an und höre ihnen gerade zu, die zwei, was das ein Proben dann. Und ich muss sagen, mir rinnt jetzt schon wieder die ganze auf, mir sind Tränen gekommen. Absolut Tränen, wie die das gespielt haben. Nur beim Üben schon Tränen. Und jetzt natürlich bei der Rohfassung, beim ersten Mal, wie ich den Film gesehen habe, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das war ich nicht, das bin ich nicht, das habe ich nie gesagt. Und so weiter. Er lacht schon wieder.
Das war ich nicht. Aber dann beim zweiten, dritten Mal, muss ich sagen, sie spielen es verdammt gut. Man darf ja eins nicht vergessen, das Budget. Das ist nicht eine amerikanische Sendung. Was diese Filmcrew mit diesen geringen Budgetmitteln zustande gebracht hat, ist phänomenal. Eben, und das ist eben auch ein, wenn wir schon vorher gesprochen haben, soll man sich outen, soll man sich nicht outen, das ist, ein, glaube ich, auch ein großer Schritt in die Richtung, vielleicht den Leuten zu zeigen, wie es sein kann, wie so etwas vonstatten gehen kann und vielleicht auch Mut machen kann. Ich habe in einem Interview auch gelesen, der gemeinsame Traum wäre, dass Soldaten in Uniform auf die Regenbogenparade gehen können. Stimmt das wirklich? Das ist wahr, ja. Nicht zum Verarschen, sondern das wäre dein Traum. Das haben wir den Traum nochmal, dass dort ein Bundeswehrfahrzeug auf der Regenbogenparade fährt, mit allen Waffengattungen. Die, was sie bekennen, sie sind schwul, melden sich, kommen auf dieses Fahrzeug mit ihrer Uniform, in ihrer Bekleidung und repräsentieren das quasi quer durch ganz Österreich, aus allen Einheiten. Und das wäre natürlich das schönste und der geilste Traum. Weil das österreichische Bundesheer repräsentiert die österreichische Gesellschaft. Es rückt, also zumindest den männlichen Teil zur Zeit, es rückt da jeder österreichische Bub, hat die Möglichkeit einzurücken. Natürlich hat er auch die Möglichkeit, sich für den Zivildienst zu entscheiden. Aber egal, ob sie als Zivildiener oder Bundeswehrsoldat, die Zivilrecht, also diese Organisationen können ja auch gemeinsam auftreten. Und wenn sie die Möglichkeit haben, auf der Regenbogenparade als Soldaten aufzutreten, die halt eben dazu verpflichtet sind, dann ist es, wie gesagt, einfach ein Zeichen, dass die österreichische Gesellschaft wirklich bereit ist, also sich von den Soldaten auch repräsentieren und nicht nur beschützen zu lassen. Du machst ja noch weitere Ausbildungen, das heißt, du bist ja noch aktiv im Bundesheer tätig, du bist jetzt schon in Pension, aber das Heer ist auch zu Hause wahrscheinlich immer irgendwo Thema, oh, oder? Ja. Oh ja, vor allem aufgrund der Lage, die sich jetzt gerade in der Ukraine abspielt, ist es einfach omnipräsent und wir diskutieren auch immer wieder darüber und halten uns und versuchen uns immer auf dem Laufenden zu halten, weil es kann ja schnell passieren, dass einfach das, was irgendwo auf der Welt ist, einfach... Und es schlägt sich auch in den verschiedenen Assistenzeinsätzen, zum Beispiel des österreichischen Bundesheeres, wieder, also die Flüchtlings, egal ob es die Flüchtlingskrise ist oder ob eben die verschiedenen Umwelteinflüsse, also die Probleme der Gesellschaft, bildet sich einfach in unserer Berufswelt wieder. Und das sind die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Und es kann wirklich von heute auf morgen sich auf unser persönliches Leben, Umfeld auswirken. Ja, du bist ja da auch wirklich betroffen, du kommst ursprünglich aus Sarajevo, du bist ja auch quasi geflüchtet und ich glaube, das war auch der Grund, warum du sagst, Bundesheer, ja. Du willst verteidigen, du willst schützen, du willst helfen. Und wenn wir jetzt, Stichwort Ukraine-Krieg, was macht sowas mit dir, wenn du das siehst, dass das quasi vor der Haustür so ein Krieg tobt? Ja, das stimmt. Also die Motivation, zum Bundesheer zu gehen, war eben, dass mir das Bundesheer möglich macht, durch internationale Einsätze solche Lagen nach Möglichkeit zu verhindern. Leider ist es natürlich in der Ukraine nicht gelungen, aber eben meine persönlichen Auslandseinsätze in Kosovo bzw. Bosnien oder auch in Libanon haben mir sehr wohl die Möglichkeit gegeben, mich für den Erhalt des Friedens einzusetzen. Schade, dass es in der Ukraine nicht so funktioniert gehabt hat, aber auch ich habe die Möglichkeit gehabt, die OSZE-Beobachter, die dann in die Ukraine entsandt worden sind, auszubilden. Und ich habe wirklich mit vollem Elan und mit einem Glauben die Leute ausgebildet, dass sie wirklich dort den Krieg verhindern können. Und für eine Zeit lang hat es auch funktioniert. Also die OSZE-Beobachter waren der Friedensgarant im Osten der Ukraine für fast 6 Jahre. Und das darf man nicht einfach so wegwischen. Es ist wirklich so. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das österreichische Bundesheer diesen Teil für den Erhalt des Friedens leistet. Das ist natürlich eine flammende Rede für das Bundesheer. Da bekommt man wirklich Lust und sagt, ja, okay, wenn ich mir das so erklären lasse, dann sage ich, jawohl, das sehe ich ein. Dann sollte man sich das näher anschauen und vielleicht die jungen Burschen auch motivieren, hinzugehen, wenn es nicht ganz so schlimme Ausbilder gibt. Ich möchte nur das hinzufügen. Also ich glaube, dass wir damals, meine Schwester und ich, die war 4 Jahre jünger als ich,
nur flüchten konnten, also wirklich uns in Sicherheit bringen konnten, weil eben die UNO-Truppen, und weil da waren auch also die Kontingente verschiedener Länder nach Bosnien gekommen sind und eben zumindest für diesen kurzen Zeitrahmen für eine zumindest Beruhigung der Lage gesorgt haben. Und eigentlich bin ich noch immer der Meinung, dass da sehr viele Leben gerettet worden sind durch den internationalen Einsatz. Und immer noch passiert. Wir sind leider schon wieder am Ende, obwohl ich wahnsinnig gern weiter plaudern würde. Nein, alles gut. Ich sage nur noch, am 26. Oktober der Film Eismeier unbedingt anschauen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute bei mir wart. Dankeschön. Ich dir danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle, bitte bleiben Sie gesund.